Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ja, vor ein paar Tagen haben wir die Midea Porta Split, die ich hier so ein bisschen eingepackt habe, noch gebraucht, um das Dachgeschoss hier zu kühlen. Und jetzt war es ein paar Tage, drei, vier Tage, war es doch relativ kühl. Nachts einstellige Gradzahlen und tagsüber so um die 16, 17, 18 Grad. Und so wie ein Dachgeschoss bei kühlen bzw. bei heißen Temperaturen sehr schnell sich aufheizt, ist es natürlich umgekehrt genauso. Wenn es länger, also ein paar Tage kühl draußen ist, dann wird es auch hier drinnen kühl. Hier in meinem Dachgeschoss, hier in dieser Raum, hat etwa 40 Quadratmeter. Ist natürlich so, dass wir hier Anfang September im Haus noch nicht die Heizung eingeschaltet haben. Das heißt also, ich habe jetzt hier heute Morgen, wir haben Außentemperatur 11 Grad und ich habe hier jetzt etwa 19 Grad, 19,2 Grad innen. Das ist jetzt natürlich noch nicht kalt, klar, man bibbert jetzt hier noch nicht rum. Aber da ich hier auch mein Homeoffice habe und hier natürlich dann auch stundenweise am PC, am Rechner sitze, sind 19 Grad ein bisschen zu kühl. Und da passt es natürlich wunderbar, dass wir hier die Midea Porta Split noch stehen haben. Denn die hat ja auch, wie viele wissen, das ist einer der großen Vorteile der Porta Split, eine Heizfunktion. Und jetzt gerade in dieser Übergangszeit lohnt es sich natürlich, die dann auch mal auszuprobieren. Das heißt, das gucken wir uns in diesem Video an. Das heißt, wir schauen mal, wie lange sie jetzt braucht, wenn ich die Heizfunktion eingeschaltet habe, dass der Raum so auf 21 Grad, 20, 5, 21, 22 Grad ungefähr möchte ich ihn hochheizen. Wie sieht es mit Geruch aus? Ich mache die Heizfunktion das erste Mal überhaupt an. Bisher hat die Porta Split bei mir nur gekühlt. Und dann natürlich auch ganz wichtig, wie sieht es aus mit dem Stromverbrauch? Wie lange braucht sie, um den Raum entsprechend aufzuheizen? Und wie viel Strom kostet uns das Ganze? Wenn euch das interessiert, bleibt einfach dran. Das habe ich auch noch nicht gehabt, in 10 Jahren Dachgeschoss kühlen, dass ich aus einer Klimaanlage warme Luft rauskriege. Das ist sensationell, also wirklich toll. Angeschmissen, innerhalb von 1-2 Minuten hat sie angefangen zu heizen. Ihr habt gesehen, eingestellt habe ich wie immer meine Lieblingskonfiguration. Also dann jetzt natürlich nicht den Modus coolen, sondern Heat und dann die Zieltemperatur 22 Grad habe ich jetzt mal eingestellt und den Van bzw. den Ventilatormodus auf Silence, das heißt ruhig. Und was soll ich euch sagen, sowohl das Außengerät als auch das Innengerät hat für mich, ich messe jetzt nicht, ich habe jetzt den dB-Messer nicht dran gehalten, aber vom Gefühl her ist das genau die gleiche Lautstärke wie in dem gleichen Modus des Kühlen. Also insofern wieder könnt ihr in die Ecke stellen. Es brummt ein bisschen, es summt ein bisschen und macht euch aber wunderbar warme. Es ist komisch halt. Hier kommt immer normalerweise richtig knacke kalt raus und ich habe jetzt das erste Mal das Ding angemacht.
richtig angenehm. Es riecht null. Also ich hatte jetzt erwartet, dass man irgendwie was riecht, wenn man so ein Elektroteil immer anmacht, so einen kleinen Heizer, dann fängt es auch immer irgendwie an zu riechen. Und in dem Raum ist auch dann so, ja, ich kriege dann oft auch Kopfschmerzen, weil so eine schlechte Luft ist. Hier kommt einfach nur schöne, warme Luft entsprechend raus. Ich habe sie jetzt etwa eine Stunde laufen gelassen und was soll ich euch sagen, wir sind bei 21,2 Grad. Also die dürfte sich jetzt bei 22 Grad Zieltemperatur auch gleich automatisch ausschalten. Eine Stunde und dann hat sie mir ungefähr einen Grad, 1,2, 1,3 Grad wärmer gemacht. Auf der Silence-Variante, wie gesagt, auf der kleinsten Variante und 22 Grad. Das sage ich immer wieder, viele Leute sagen, wieso machst du die so gering? Ihr habt gesehen, Stromverbrauch ist zwischen 300, 320 Watt auf dieser niedrigen Stufe wie jetzt. Heizen und dann bei 300 Watt. Also und dann wirklich so ein Raum relativ schnell, nochmal 40 Quadratmeter in gut einer Stunde um 1 Grad wärmer gemacht. Also das ist schon sensationell. Wie gesagt, es riecht überhaupt nicht, es ist sehr angenehm und 300 Watt war die Mindestzahl. Das ist doch das, was ich beim Kühlen letztendlich brauche. Und wenn man dann mal den Ventilator hochstellt und dann mal auf 25, 26 Grad Zieltemperatur raufgeht, dann geht sie rauf bis auf 600, 650, knappe 700 Watt. Das heißt, das ist immer noch natürlich sensationell. Ich mache das, und das habe ich immer wieder in den Videos hier, die ich über die Porter-Split gemacht habe bisher, immer wieder gesagt, Leute, ein Porsche kauft ihr euch auch nicht, um da reinzusteigen und nur Vollgas zu geben. Die Anlagen hier, gerade diese Anlage macht es einem sehr leicht, Energie zu sparen. Und da habt ihr wirklich den Vorteil, haut dann nicht rein wie die Wilden, sondern stellt es einfach auf eine niedrige Stufe, lasst den schön leise, angenehm laufen. Und dann klappt das auch mit der Stromrechnung. Dazu gibt es auch noch konkret Lautstärke und Strom Messvideos gibt es in der Porter Split Playlist, die ich euch gerne in die Videobeschreibung einstelle. Eins noch, ich habe immer wieder, sage ich euch, wenn ihr eine Klimaanlage habt, also wir sprechen wieder ganz kurz vom Kühlen, dann seht immer zu, dass ihr eine Anlage habt, die die kalte Luft unter die Decke pusten kann. Das heißt also eine Anlage, die nicht hier vorne rausguckt, weil das ist Thermodynamik. Warme Luft, es ist angenehmer, wenn ihr die kalte Luft, wie gesagt, wir sind jetzt nochmal ganz kurz, wenn ihr mir da folgen könnt beim Kühlen, wenn ihr die kühle Luft unter die Decke pusten könnt, dann fällt die im Prinzip runter und das ist eine sehr angenehme Kühlung. Beim Heizen, und da sind wir wieder jetzt bei dem Video, beim Heizen wäre das natürlich kontraproduktiv. Die Midea Porter Split hat uns, kann hier swingen, den Swing Mode habe ich hier jetzt entsprechend auch an. Und ihr habt hier dann die Möglichkeit, auch diesen Luftaustritt zu verstellen. Einmal macht er das automatisch hier mit der Swing-Funktion. Hier habt ihr im Prinzip die Einstellung, die ich benutze, wenn ich kühle. Das heißt also, wenn ich meine kalte Luft unter die Decke haben will. Jetzt wäre es kontraproduktiv beim Heizen. Da sollte sie eigentlich gerade rauspusten. Nun haben wir hier gar keine Öffnung, aber die Firma Midea hat es uns hier sehr einfach gemacht. Und zwar kann ich hier diesen Luftaustritt auch noch ein bisschen manuell verstellen. Das heißt, ich kann den hier hochholen und jetzt in dieser Position, jetzt geht er wieder ein bisschen höher, in dieser Position, jetzt seht ihr, jetzt pustet er nach vorne. Seht da einfach zu, wenn ihr jetzt einen großen Raum relativ schnell heizen wollt. Ich muss mich echt auch konzentrieren, weil ich ja andauernd mit der am Kühlen bin. Wenn ihr den heizen wollt, dann stellt es einfach entsprechend so und macht jetzt die Swing-Funktion aus. Jetzt pustet er einfach vorne entsprechend raus. Ich hoffe, dass es jetzt nicht zu sehr um das Mikrofon pustet, dass ihr da jetzt Windgeräusche habt. Deswegen schalte ich die Swing-Funktion jetzt wieder ein. Also das ist ganz wichtig, im Gegensatz zur Kühlfunktion. Ihr könnt dann einfach, wenn ihr die Anlage ausmacht, dann wird es automatisch wieder runtergefahren. Also das ist hier ja wirklich eine super Geschichte. Das soll die Heizfunktion, das erste Video über die Heizfunktion der Midea Porter Split gewesen sein. Ich werde mir noch einen Ort aussuchen, der wesentlich herausfordernder ist, was Kühle und Kälte angeht. Da wird es in den nächsten Wochen noch was Neues geben. Werde hier natürlich auch jetzt gerade in der Übergangszeit, so lange bis wir hier im Haus wieder die Heizung eingeschaltet haben, werde ich euch natürlich noch das ein oder andere
mitteilen, das soll es gewesen sein. Also, Fazit, die Heizfunktion ist genauso geil, Entschuldigung für den Ausdruck, wie die Kühlfunktion. Wir brauchen genauso wenig an Energie, wenn wir ordentlich mit den Modi umgehen und nicht auf volle Kanüle laufen lassen. Und das Ganze ist genauso, sowohl das Außenteil als auch das Innenteil, super, super leise. Jetzt gibt es noch eine Geschichte. Jetzt werden viele sagen, oh, du hast ja hier einen Spalt im Fenster offen. Ja, habe ich. Aber da weiß ich, dass es da in Kürze eine Lösung von Midea gibt. Das heißt, eine bestimmte Manschette, die wir hier um die Fenster rum machen können. Wir können ja die ganz normalen Kunststoffmanschetten, die wir auch bei der Kühlung benutzen, können wir sowieso schon einsetzen. Dann haben wir keine Luft mehr. Aber das sind hier bei mir, sind das hier, seht ihr, 1,5–2 cm. Das macht nicht viel aus. Natürlich, wenn es jetzt draußen -10 Grad wären, dann wäre das natürlich blöd. Im Moment macht es nichts aus. Genauso beim Kühlen macht es bei mir auch nichts aus, habe ich gemessen. Also, diese Manschette, die wir hier bekommen von der Firma Midea, extra für die kalten Tage, damit wir die Heizung auch wirklich, das ist kein einfach Gimmick, so, ja, ja, komm, ihr könnt hier mit ein bisschen heizen. Nein, das ist eine richtige Heizfunktion. Dieses Teil hier, die Midea Porter Split, ist eine richtige kleine Mini-Wärmepumpe. Das heißt also, das ist keine Spielerei. Das merkt man auch hier, wenn man hier dran geht. Das ist so angenehm warm. Wie gesagt, ich habe immer noch nur auf 22 Grad stehen und es ist wirklich angenehm warm. Ich muss sie gleich sogar schon wieder ausschalten, weil es mir hier ein bisschen zu warm jetzt letztendlich wird. Und das in nur einer Stunde, 41 Quadratmeter Raum. Ich weiß, ich wiederhole mich andauernd mal wieder, das kennt ihr in meinen Videos, aber ich bin von dem Teil so begeistert, jedes Mal, wenn ich irgendwas teste, dann bringt die wieder was richtig, richtig Tolles. Im Moment ist sie wieder leider nicht lieferbar. Ja, 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 alle meckern rum. Es ist auch nicht in Ordnung, von Midea sowas Tolles rauszubringen und dann nicht liefern zu können. Guckt einfach hier, gebe ich euch den Tipp, auf meinen Kauflink und sobald es hier wieder lieferbar ist, könnt ihr dann auch möglicherweise auch jetzt schon vorbestellen. Und da könnt ihr dann einfach mal entsprechend reinschauen. Das heißt, auch zum Heizen ist das Teil absolut klasse. Und ich denke, da werden noch rein zur Heizfunktion werden noch zwei, drei Videos kommen. Das soll es gewesen sein. Danke, dass ihr bis hierhin wieder ausgehalten habt und dem Mann hier auch immer wieder bei seinen Wiederholungen zuhört. Sie ist einfach klasse, die Anlage. Also insofern finde ich das richtig, richtig toll. So, jetzt ist es bei mir hier im Büro warm genug. Ich kann an den PC gehen und ein bisschen arbeiten. Ich wünsche euch einen guten Tag, einen schönen Tag, bleibt gesund. Und mich würde freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und vielleicht sehen wir uns dann auch zum nächsten Video hier wieder. Bis dahin, tschüss.